Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 2.7.2020. Heute ist meine Lederjacke gekommen und sie passt in 5x XL. Ich habe noch nicht probiert, sie zuzumachen und sie noch nicht richtig angehabt. Aber ich komme mit den Händen rein und kann sie auch wieder ausziehen. Und daher passt sie. Ich muss sie nur noch zumachen morgen und schauen, ob sie zugeht. Aber sieht gut aus. Morgen kommt meine Mutter nach Hause. Ich freue mich schon. Ich bin heute extrem müde, weil ich schon um 7 Uhr aufgestanden bin. Und das hängt mir jetzt ein bisschen nach. Und das Auge ist auch wieder ganz klein, aber das ist bei mir normal. Es ist gerade 18:45 Uhr. Und Sonja war bis 17 Uhr da. Heute haben wir wieder einen Nagel gemacht. Und sonst nicht viel. Mein Vater hat ein Regal zusammengebaut. Und, oder ein Kastel, wie es bei uns heißt. Ein Schubfach. Oder mit Schubfächern. Und schon aufgestellt und so. In der Früh. Also aufgestellt erst jetzt. Aber zusammengebaut in der Früh. Und mit Sonja war es ganz lustig. Am Anfang haben wir uns nicht viel zu sagen gehabt, weil ich so müde war und so unkonzentriert und mir ist nicht viel eingefallen. Aber das wurde im Laufe des Tages besser. Es war dann auch ganz lustig, weil mein Vater Sonja immer aufzieht und sie voll drauf reinfällt. Oder da mitspielt. Und dann ständig Ines, Ines, Ines. Sag doch mal was. Ja. Und es war ein angenehmer Tag. Es war nicht zu heiß. Aber schon, es war nicht zu heiß, aber schon relativ warm. 26, 27 Grad. Und mein Nachbar fängt gerade an, Lärm zu machen. Sorry dafür. Wir hatten viel zu lachen und haben uns gut unterhalten eigentlich. Zumindest ab der Mitte der Zeit, die sie da war. Von 14 bis 17 Uhr. Und es ist ja meistens so, dass wir uns erst zum Schluss richtig gut unterhalten, wenn sie schon am Heimweg ist und oder schon fast am Heimweg ist. Und heute in der Früh war die Volkshilfe da, duschen, sieht man auch. Die Haare sind nicht sonderlich gut gewaschen, aber sie sind sauber. Fragt sich nur, wie lange. Am Samstag kommt wieder die Volkshilfe. Morgen kommt Claudia um 14 Uhr. Ich bin mit der Informationsflut von Kerstin ein bisschen überfordert oder habe mir zu Hause leichter getan mit den Übungen und als ich bei ihr war, ging es nicht so gut. Obwohl ich da nichts dazu gesagt habe, aber ich habe gemerkt, dass mich diese Mundmaske die ganze Zeit ablenkt und also, dass ich nur ihr Gesicht von hier sehe. Lenkt mich ganz schön ab und da fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren und
Deswegen ist die Übung auch nicht so einfach gewesen im Gespräch. Aber zu Hause hat sie funktioniert und ich habe mir nicht das Video zur Meditation angeguckt. Das möchte ich heute machen. Ich habe relativ bald, nachdem ich das Video aufgenommen habe, abgedreht und dann auch geschlafen. Und ich bin relativ entspannt eingeschlafen, weil ich die Übung angewendet habe. Und von daher bringt es schon was. Aber man muss sich halt komplett drauf einlassen. Und ich glaube, untertags sind so Entspannungsübungen oft etwas schwierig, weil man doch noch einen halben Tag vor sich hat und sich nicht sehr entspannen will, weil man dann müde wird. Und aber am Abend hat sie einiges gebracht, die Übung. Also das Vorstellen von dem Haus, in dem man ist, wo man die Fensterläden und so schließt, damit kein Geräusch und kein Licht und keine Reizüberflutung in einen hineinkommt. Und damit man sich vollkommen entspannt. Und das hat schon einiges gebracht am Abend. Ich mache das jetzt auch noch immer, dass ich mir die drei guten Dinge für den Tag selbst und für den nächsten Tag überlege. Und das funktioniert auch recht gut. Auch wenn ich es nicht immer mache, aber meistens halt. Und morgen kommt Claudia um 14 Uhr, habe ich ihr gesagt. Darauf freue ich mich so mittelmäßig. Nicht wegen Claudia, auf die freue ich mich schon, aber weil es immer sehr anstrengend ist mit ihr und ihr immer langweilig ist, weil ich nicht so viel zu putzen habe oder so. Es ist immer so ein Hin- und Hergerissen sein. Ich habe sie gern bei mir und rede gern mit ihr, aber es ist auch oft anstrengend mit ihr. Es ist auch mit Sonja manchmal anstrengend, aber nicht so oft wie mit Claudia. Was aber nichts mit ihr selbst zu tun hat, sondern einfach mit der Gesprächsschwere oder ja, mit dem, über was wir reden und auch zu ihren verschiedenen Meinungen zu Sachen. Ich kann das akzeptieren und lasse da ihre Meinung, aber ja, sie ist doch die Ältere und sie ist jetzt nicht alt, sie ist 34, aber es macht doch nochmal einen Unterschied zu einer 23-Jährigen vom Gesprächsthema her. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Mama hat heute schon zweimal angerufen und ich warte doch jetzt wieder auf ihren Anruf. Und mir geht's halbwegs okay. Ich vermisse ihn nur sehr. Es fällt mir fast leichter, wenn keiner zu Hause ist, zu schlafen, als wenn jemand zu Hause ist. Und ich weiß ja, dass sie unter Kontrolle steht und dass sie Medikamente bekommt und dass sie jetzt keine irrsinnigen Schmerzen hat. Aber ich mache mir halt schon Sorgen und das ist immer schwierig, wenn jemand im Spital liegt und gesundheitlich nicht so fit ist. Aber ich habe es jetzt auch langsam gelernt, dass solche Situationen nicht immer dramatisch sind.
Ja, und deswegen geht's mir eigentlich ganz gut. Außer, dass ich müde bin. Ja, für morgen ist nichts geplant, außer dass Mama nach Hause kommt. Und ja, sonst gibt's wirklich nicht viel, nur es gibt einfach momentan nichts. Es ergibt sich auch nichts Neues und von der Planung her, was das Finanzielle angeht, bin ich mir noch immer unsicher. Und bin mir aber jetzt relativ sicher, dass ich mir wieder ein iPhone hole und kein Huawei. Das heißt aber intensiv sparen und das fällt mir halt sehr schwer. Aber ja, wird auch noch gut ausgehen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder Tag, wenn ihr mir das Video seht. Ciao, eure Ines.